Hallo zusammen, willkommen zur dritten Folge des Talos-Prinzips. Ich marschiere jetzt nochmal hier durch. Ich versuche jetzt nochmal zu schauen, ob man irgendwie... Der hat doch hier angefangen zu reden. Und dann hat er abgebrochen, als ich ertrunken bin. Also ich denke, ich kann da nicht rüber schwimmen. Das habe ich ja eben schon rausgefunden. Was haben wir denn da drüben? Blaues Licht. Ein Terminal. Ach so, hätte ich ja gar nicht hier hochspringen müssen. Geht auch ohne. Ich möchte dich lesen. 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 Jetzt doof. Letztes Mal kam doch von selbst ein Text, oder nicht? Es gibt nichts zu drücken. Oh, Teil 2 des Zertifizierungsprogramms. Hey! Teil 2 wurde entwickelt, um die Widersprüche in den nicht erwartungsgemäßen Antworten der letzten Runde zu testen. Sie werden nun eine Reihe von Aussagen zu lesen bekommen. Zeigen Sie an, ob Sie zustimmen. Okay, was habe ich denn letztes Mal so beantwortet? Ich wollte ein J drücken, dann blinkt es hier unten auf. Start, ja. Da nur Tiere Personen sein können, kann eine Maschine nie eine Person sein. Ich schätze schon. Habe ich ja letztes Mal gesagt. Eine Person unterliegt keiner Autorität, außer der, die er sie selbst zustimmt. Das ist mir zu philosophisch. Stimmig. Ich kann nur voll und ganz und gar nicht sagen. Naja, dann sage ich lieber gar nicht. Die Lebensqualität von Personen sollte maximiert werden. Ja, wenn ich eine Person bin, ja. Wert wird entdeckt. Wert wird entdeckt? Personen haben die Begabung, mit denen sie geboren wurden, verdient. Niemand wird mit Begabungen geboren, das ist Blödsinn. Vor allem, schön, dass er eigentlich was anderes tippt als das, was ich sage. Ich sage, ich stimme gar nicht zu und er sagt, ich bin nicht sicher. Die Frechheit, die Freiheit von Personen sollte maximiert werden. Sag ich mal ja. Wert wird erschaffen. Ja. Okay, ich werde benachrichtigt, wenn mein Benutzerprofil erstellt wurde. Oh, neue Dinge. Fehlerlog. Oft denke ich jenes Tags, als ich zuerst vom Schlaf erwachend unter Blumenschatten mich liegend fand, verwundert, was ich wäre, woher und wo und wie ich hingekommen. Unbekannter Fehler und ach, ich will den Kram lesen. Was ist gemein? Schreibt mir doch Klartext, ihr Deppen. ASCII is not cleverness. All diese ruhigen Menschen machen mich verrückt, sagt Bob Rakowski. An 108 Empfänger. Betreff Kraut. Haben die sich alle plötzlich in Buddha verwandelt oder was? Ich wusste nicht, dass die Welt noch solche Vorräte an Gelassenheit hat. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Die menschliche Maschine. Eines Tages entdecken sie, dass nicht ein Mensch, dass sie nicht ein Mensch, sondern eine Maschine sind. Ihr Leben bisher war real. Niemand kontrollierte oder programmierte sie, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind identisch mit denen eines organischen Menschen. Aber sie sind in einem Labor entstanden. Niemand außer ihnen weiß davon. Ihre Familie, ihre Freunde, alle denken, dass sie ein normaler Mensch sind. Sie könnten ihr Leben weiterhin so leben, wie sie es bisher getan haben, und nichts würde sich ändern. Wie reagieren sie? Richten sie besonderes Augenmerk auf die folgenden Fragen. Verändert sich ihre Idee von sich selbst? Sind sie immer noch die gleiche Person? Hat sich ihr Verständnis der Welt verändert? Teilen sie diese Informationen anderen mit, oder werden sie es für sich behalten? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein? 1500 bis 2000 Wörter. Der 26. letzte Abgabetermin. Es werden keine Verlängerungen gewährt. Per E-Mail einreichen oder
und da kommt wieder irgendeine Signatur hier. Ja, da würde ich doch mal sagen, schöne Schulaufgabe. Sollte man mal in der Schule machen. Gut, haben wir alles in unser Tagebuch aufgenommen. Ich suche eigentlich das große grüne A, damit ich es entsperren kann. Aber erstmal mache ich noch eine Runde um die Insel. Ich suche auch einen Schlüssel für die Tür. Was ist hier? Kein Schlüssel. Was ist hinter dieser Tür? Was? Stimmt der Stern. Stimmt bestimmt der Stern. Kann ich da irgendwie drüber hüpfen oder so? Hier vielleicht. Das ist zu hoch, um nach oben zu kommen. Nee. Nee. Ach, da muss ich halt irgendwo den Schlüssel finden. Okay, ich verschwinde von hier. Dieser Ort hat mich genug geärgert. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Alle Puzzle gelöst, wunderbar. Oh, ein rotes und zwei Sterne. Wenn sich ein kleines Schrittchen bewegt und dann nicht weiterläuft, wird man zurückteleportiert. Großartig programmiert, Leute. Großartig. Okay. Ich schätze, ich lese das Terminal zuerst. Wie er davon schon gelernt hat, immer listet. KI-Feedback. Blablabla, großartige künstliche Intelligenz, mit oder ohne KI, Blickwinkel der künstlichen Intelligenz selbst, wie würde es sich anfühlen, diese Kreatur zu sein? Hey, das bin wir. Plötzlich zu existieren, als Teil eines Experiments erschaffen worden zu sein. Alle Informationen über sich selbst zu haben, genau zu wissen, wie man funktioniert. Wie würde diese Kreatur über die Welt denken? Alexandra, danke für Ihr Feedback, aber dies ist eine Lehrveranstaltung über Philosophie, nicht über Science Fiction. Und deshalb habe ich fast mein Studium hingeschmissen. Teamleiter. Okay. Bitte schreiben Sie folgende Personen an, wenn... Alexandra Drennan, Projektleiterin. Genau. Nadia, mit der haben wir auch schon geredet. Rob McLean, Trevor Donovan, die habe ich auch schon alle... Also, Bob habe ich gehört. Manche haben wir noch nicht. Was ist mit Radio Brickbond? Bisschen kaputt hier. Aurora Kelvin, Omar Garib, J.E. Harrison, Frank Nagtai, Sun Weiyang, Talos-Einheit, ehemals Soma. Okay. Und dann gibt's noch den Projektleiter Arkady Czerniszewski. Keine Sorge, er ist sehr nett. Gut. Straton von Stagera. Ein griechischer materialistischer Philosoph, der mit den Periphatetikern assoziiert wird. Als Verehrer von Aristoteles war Straton ein Befürworter des Empirismus und ein scharfer Kritiker von Philosophie, die Glaube über beobachtbare Wahrheiten wertete. Schön, schön. Ah, ich will Rätsel lösen. Lass mich Rätsel lösen. Wo geht's los? Gelb, grün. Ja, fangen wir mit grün an. Wir arbeiten uns da jetzt hoch. Für später aufgehoben. Genau. Also, der da ist schon gejammt. Oh, der Schlüssel. Oh. Okay. Jetzt weiß ich nach, was ich suche, immerhin. Ui.
Aber den Gemma hier kann ich nicht klauen, ohne dass ich sterbe, nehme ich an. Ich müsste also erst noch einen zweiten finden. No such luck. Also das grüne Teil ist dort. Am Ende dieses Labyrinths. Und hier ist ein zweiter Gemma, hinter der Tür. Und den kann ich doch jetzt hier nicht, den kann ich doch jetzt nicht nehmen, oder? Nee, nee, nee. Das heißt, ich muss mich hier vorbeischleichen. Ah, okay. War einfacher, als ich gedacht habe. Dann schließen wir hier auf, nehmen uns den Jammer. Und dann können wir ein paar Dinge jammen. Ich schaue nochmal hier vorbei. Da oben sind jede Menge Selbstschussanlagen. Aber das ist eigentlich ein relativ offenes und freies Gebiet hier. Der kann da drüben hinsehen. Mich nur noch mal umschauen, dass ich nichts verpasse. Ausgang geht auf, alles erledigt. Alles super. So, wir bräuchten noch so ein Dreieck hier. Das ist natürlich ein. Das ist eigentlich kein Dreieck. Nur annähernd dreieckige Form. Jupp, genau das. Eingesperrt und den Schlüssel verschluckt. Also hier ist unsere offensichtlich verschlossene Tür. Hier ist unser geheimer Jammer. Wenn ich einen Schlüssel finde, kann ich mir den Jammer wiederholen. Den Schlüssel. Jetzt können wir das hier jammen. Um an noch einen Jammer ranzukommen. Und mit diesem weiteren Jammer können wir dann das hier, ich meine natürlich das hier jammen und das hier, das hier, das hier und zuletzt das hier. Eine Leiter und nix wie raus. Okay, das andere war in die andere Richtung. Hier drüben. Auf der anderen Seite dieses Gebiets. Hier gibt es noch zwei Sterne, war das nicht so? Sehr viel zu tun. Bei den Sternen ist das Problem, ich weiß noch nicht, nach was genau ich suche. Ah, das Ding ist schon gejammt. Oh. Okay. Also, ich jam erstmal die Kanone. Dann jam ich den Roboter. Und dann hau ich ab hier. Die dürfen sich selbst in die Luft schlagen. Warum nicht? Ah!
Okay, jetzt haben wir einen ersten Stern. Also, die fliegen einfach so in der Welt rum und sind sternförmig. Alles klar. Moment mal, jetzt habe ich irgendwie sowas... Habe ich nicht schon mal einen von denen gesehen? Oder bin ich zu blöd? Bilde ich mir das gerade ein? Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich hätte schon mal hinter der verschlossenen Tür so einen gesehen, aber vielleicht ist das nur so ein Déjà-vu-Effekt. Keine realistische Hitbox. Okay, bleibt noch das rote Rätsel hier. Das muss jetzt ja richtig schwer sein. Ein ansteigendes Problem. Was jammt dieser Jammer gerade? Ah, da drüben irgendwas. Ja, hier wird es wieder automatisch gelesen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, darauf zu warten, dass der Gestalter mich bei der Hand nimmt, bevor mir klar wurde, dass er mich schon die ganze Zeit geführt hat. Mir wurde bewusst, dass ich nicht nach seiner Hilfe suchen soll, sondern dass ich mir selbst helfen muss. Schon wieder so ein Glaubensbekenntnis. Hier ist erstaunlich verdächtig verschlossen. Das fühlt sich richtig an. Ich hätte vielleicht erst nachschauen sollen, was dahinter ist. Ja? Also hier ist auf jeden Fall wieder ein Fenster. Moment mal, geht's jetzt da überhaupt weiter? Achso, ich muss das Ding jammen, ja klar. Ich möchte noch einmal einen Blick dahinter werfen, nur damit ich nichts verpasse. Ein leerer Raum mit Fenstern, okay. Ich weiß Bescheid. Dann jammen wir das Ding mal. Und dann jammen wir das Ding mal. Und dann suchen wir uns einen zweiten Jammer, damit wir unseren alten zurückbekommen. Interesting. Ich kann hier zurücksetzen, wenn dieses Tor zu wäre. Ist vielleicht auch mal nur mein Ausgang. Und ich kann hier hoch. Aber diese Tür hier ist verschlossen und außerdem gut bewacht. Und ich kann hier auf der anderen Seite runter. Ist das Puzzle rot, weil das so lang ist? Ups. Mit dem wollte ich mich nicht anlegen. Ist das ein Stern? Das ist ein Schlüssel. Und wo ist der Eingang zum Schlüssel? Der muss hier entjammt werden. Okay. Das ist ja wirklich hier umfangreich. Also ich muss einen Jammer darüber bekommen. Hab jetzt aber bis jetzt keinen zweiten gefunden. Die Bewachbots sind da jedenfalls nicht besonders gefährlich. Frage ist eigentlich lediglich, wie ich an diesem Tor hier vorbeikomme. Aber ich kann hier ja auch nicht drüber springen, oder? Ah, ich kann. ja, natürlich. Ich muss ja nicht nah dran sein zu jammen. Ich kann hier jammen und dann mir meinen Jammer wiederholen. Ja, hat doch einen Sinn gehabt, diese Treppe. Gut, dann gehen wir also hier rein. Jammen das Ding, holst den Schlüssel. Und verschwinden, bevor noch was passiert. Ah, ja, geschafft. Ich hoffe mal, das Ding sieht uns nicht da direkt hinten dran. So, und wenn wir hier jetzt aufmachen, werden wir erschossen. Oder? Also da reinlaufen wäre jetzt falsch. Im Prinzip müssen wir optimalerweise
so einen Bot da reinlaufen lassen. Hätte dieser Bot da drüben die Route genommen? Das müssen wir mal ausprobieren. Oh shit. Ich muss mir kurz überlegen, wo ich meine Gemma platziere. Ah. Sorry. Zack. Außen rum. Da aufmachen. Hier aufmachen. Ja, der fährt da rein. Sehr gut. Dann machen wir jetzt da auf und dann sollte er das Ding kaputt machen. Gut. Hier gibt's eine Leiter. Und keinen Stern, aber einen Ausgang. Okay. Ja, das Problem war ein bisschen umfangreicher, das gebe ich zu. Das hat den roten Level verdient. Ja, wir haben einen Stern. Oh, wo können nur die anderen sein? Oh. Boop, boop, boop. Was habe ich denn da oben noch? Einen roten Punkt? Wo kommt der denn her? Dann gucke ich doch mal, ob ich jetzt hier irgendwas aufmachen kann damit. Das hier würde gehen. Das hier geht noch nicht. Und da bräuchte ich noch so ein eckiges, dann kriege ich den Klotz. Hier kriege ich einen Jammer. Na gut, ich mache einfach mal. Ich nehme mal an, wie das Spiel intendiert ist, der Reihe nach. Intendiert, ist das ein deutsches Wort? Ich weiß es gar nicht. Oh, dann habe ich mir einen Jammer verdient. Nee, was ist denn das? In den Sälen meines Tempels gibt es vieles, das du lernen kannst. Denn es gibt vieles, das du nicht weißt. Deshalb bist du ein Kind. Aber Kinder werden gelehrt. Und alsdann erlangen sie Herrschaft über die Länder ihrer Herkunft. So soll es mit dir und deinen Nachkommen geschehen. Okay. Ah, hier ist das A. Ah, ich hab's verkehrt rumgebaut. Ich brauch Platz für so ein Ding. Das heißt, ich muss das so einsetzen, ja. Ja, so. Okay. Ist ja interessant hier. Irgendwie sollen wir diesen Fahrstuhl noch erkunden? Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Also, bis dann. Und wenn es wieder weitergeht mit Talos Principle. Bis dann, tschüss.